Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei einem neuen Projekt von Wallner Rasenpflege. Das ist diesmal sogar ein richtiges Herzensprojekt. Letztes Jahr oder bereits vor vielen, vielen Jahren habe ich mich eigentlich entschieden, dass ich gerne Richtung Selbstversorger gehen würde. In dem kleinen Garten, den wir jetzt natürlich haben, ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wir haben versucht, dass wir alles so gut und perfekt wie möglich ausnutzen können. Wir haben zwei große Hochbeete, eins mit Gemüse, eins mit Kräutern. Wir haben jetzt rechts das Beet gemacht, wo wir ebenfalls noch Gemüse einsetzen können. Aber es war uns trotzdem irgendwie nicht genug. Darum bin ich auf die Idee gekommen, dass ich einen Vertical Garden baue. Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Wand, an der man auf was für eine Art und Weise auch immer man Pflanzen anbringen kann. Das gibt es in verschiedenen. Das gibt es als Turm, das gibt es als Wand. Ich habe mich jetzt für die Variante Wand entschieden, da wir dadurch auch ein bisschen Sichtschutz zu den Nachbarn haben, was natürlich bei so einem kleinen Reihenhaus sehr angenehm ist. Das heißt, die Idee des heutigen Videos ist, ich baue ein paar Pfosten, diese verkleide ich dann mit Rhombusleisten und an die Rhombusleisten bringe ich dann zum Schluss Pflanzen an. Und das Ganze soll dann eben unser Gemüse, unsere Kräuter und unser Essen bringen. Ah, so wird das nichts. Bei der Macht des Gärtners! Ha, viel besser! Hier sieht man echt wunderbar den Boden und der war eine absolute Katastrophe. Also die ersten 20 cm sind ganz okay, das ist teilweise die Erde, die ich bearbeitet habe. Beim Rasen natürlich mehr, hin den Beeten eher weniger. Das ist oben schöne Erde, durchgefräst mit Quarzsand. Darunter ist noch eine alte Lehmschicht, aber nach circa 20, 25 cm kam eine Schicht, die war absolut brutal. Das war wirklich wie Beton. Also ich habe das sogar unter Wasser gesetzt, versucht aufzuweichen mit dem Spaten. Hat alles nicht funktioniert. Ich musste mir diese Haue holen und habe pro Loch gute 45 Minuten gebraucht, bis ich das tief genug hatte. Das ist ein sogenannter H-Anker. Der ist für Pfosten das eigentlich Optimale, vor allem wenn man zum Beispiel Pavillons baut, weil er eine sehr, sehr gute Kraftübertragung hat. Den habe ich fixiert, also das Ganze geht ungefähr 60 cm in den Boden und ich habe dann von Baumit den Nix-Mix Beton genommen, der ist sehr, sehr gut für Pfosten. Das heißt, alles was eine Last direkt nach unten nicht seitlich gibt. Der ist wunderbar, man muss ganz das Loch im Endeffekt nass machen, dann Beton rein und alle circa 10 cm nässt man das Ganze wieder nach. Und das härtet relativ schnell aus und erlaubt wunderbar, dass man den Pfostenschuh einrichtet und dann relativ schnell weiterarbeitet. Bei meinem Pfosten habe ich mich für 9,9er Lärchenholzpfosten entschieden. Deswegen 9,9er, einfach um etwas Stabiles zu haben, da wir hier einen relativ krassen Kanal haben, der ziemlich stark den Wind durchdrückt und die 9,9er, denen passiert nichts. Generell Lärchenholz ist sehr witterungsbeständig. Ich habe aber trotzdem, das sieht man relativ schön, die Oberseite mit einem Öl versiegelt, damit dort die Feuchtigkeit nicht so stark eindringen kann. Beim Einrichten ein kleiner Tipp, macht zuerst einen Schrauben unten, dann richtet ihr es links-rechts mal in der Waage ein, macht den zweiten unteren Schrauben, dann ist das Ganze mal auf dieser Seite, auf dieser Ebene in der Waage eingerichtet und dann könnt ihr es quasi vor und zurück bewegen, bis ihr in der Waage seid und die oberen zwei Schrauben reindrehen. So, das war einiges an spannender Arbeit. Ich habe die Pfosten jetzt fertig. Der erste Steh habe ich mich entschieden, der ist in der Mitte vom Hochbeet und die anderen sind jeweils 1,90 Meter Abstand. Die Latten selber sind 4,20 Meter. Das heißt, ich werde jetzt vom ersten Steher bis jetzt hier zum zweiten gehen. Das heißt, immer zwei Steher quasi mache ich mit den Latten, damit es ein schönes Muster ergibt. Die Seite der Outdoor-Küche habe ich jetzt noch nicht hergerichtet. Das werde ich auch noch nicht machen, da ich zuerst eben den Boden austauschen will und die Steine legen. Deswegen mache ich es jetzt mal nur bis zur Mitte des Hochbeetes. Was man sieht, wir sind hier auf, ich glaube es waren 2,10 Meter, was ich gegangen bin. Das ist gerade ein bisschen größer als der Zaun, den wir da hinten haben. Und hier bin ich runtergegangen auf 1,30 Meter. Das ist eben die Zaunhöhe. Das heißt, ich will jetzt von diesem Steher zu diesem eine schöne Diagonale machen, damit wir auch ein bisschen eine Tiefenwirkung bekommen, wo wir eben unseren vertikalen Garten raufwachsen lassen können.
Bei den ersten Latten habe mir meine Frau geholfen, damit ich die schön in der Waage anbringen kann. Sobald dann aber mal die ersten dran waren, war es eigentlich kein Problem mehr, alleine weiterzuarbeiten. Ich habe mir ein kleines Abstandshölzchen gemacht mit 1 Zentimeter Dicke und habe dann einfach die Leisten nach der Reihe montiert. Ich habe das Ganze jeweils pro Reihe um einen Pfosten versetzt, einfach damit es ein bisschen ein schöneres Muster gibt. Für die Schrauben habe ich spezielle Holzschrauben genommen, die einen ganz kleinen Kopf haben. Dadurch kann man garantieren, dass nicht springt. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der Windlast, weil ich bin hier quer zur Windlast. Da sollte keins der Hölzer eben gesprungen sein, damit einfach nichts reißt, wenn einmal wirklich ordentlich der Wind kommt. Es ging ganz gut alleine, natürlich wäre es zu zweit um einiges leichter gewesen und insgesamt habe ich alleine circa, würde ich sagen, 4 Arbeitsstunden gebraucht für die Hölzer und eine weitere, um alles seitlich schön abzuschneiden. Ich habe mir dann online noch 80 Töpfe bestellt, die fand ich ganz interessant. Die kann man eben seitlich mit Rohren verbinden, somit dass immer mehrere von diesen Töpfen quasi einmal mit Wasser verbunden sind. Das soll so eine Art Hydroponikkultur nachempfinden. Ob das gut funktioniert, werden wir dann sehen. Die Rohre sind optisch jetzt vielleicht nicht das Schönste, aber hier habe ich mich einfach für die Funktionalität entschieden. Vor allem, wenn das ganze Grün einmal gewachsen ist, dann sieht man die Rohre eigentlich eh nicht mehr wirklich. Wichtig war mir, dass ich viel Platz habe für eben viel Gemüse. Wir haben jetzt vorerst einmal Salate, Spinat, Mangold, Kräuter und lauter solche Sachen, die halt einfach wenig Platz brauchen, angebaut. Die ersten Töpfe sind gefüllt und ich würde behaupten, das Endergebnis ist wirklich toll, vor allem abends, wenn dann noch die Lichter leuchten. Ich bin gespannt, wie das Ganze in einem Monat ausschaut, wenn wirklich alles grün ist und auch unten das Gemüse hochgewachsen ist. Ich werde euch ein paar Bilder dann auf Instagram zeigen. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen und ist vielleicht für den einen oder anderen eine Inspiration. Mir hat es irrsinnig viel Spaß gemacht und ich finde, es gibt dem Garten viel Tiefe und gibt uns einfach viel die Möglichkeit, mehr Gemüse anzubauen. In dem Sinne sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Video.